Was sagen Carlson und Peters dazu? Sie sagen, es wäre Selbstmord. Ich sage, man wächst mit den Anforderungen. Ach. So, zählen wir mal die Perlen, die wir da so sehen. Das sind schon mal 6, 9 und 12. Das sind 13 Perlen. Nee, 12. Wir hatten 18, es waren 12. Ah. Terroristen vom Iris-Netzwerk verbreiten üble Propaganda gegen die Alpha-Abteilung. Die sogenannten Beweisfotos, die in ihrer Untergrundzeitung veröffentlicht wurden, sind nichts als gut gemachte Fälschungen. Das sagt ihr jetzt, nachdem die nächsten Beweisfotos aufgekommen sind. Ja, alles Photoshop. Ich habe schon einen Sternschalter gesehen, im Ostviertel, hinter dem Brunnen. Naja, gut. Wollen wir da eben hin? Können wir gerne machen. Ich meine, wir müssen alles tun, um die Alpha-Abteilung zu vernichten. Doch, wir haben schon einiges an Demonstranten hier. Warte mal. Was? Ah, er jetzt auch. Was ist? Die Alpha-Abteilung hat uns seit ihrer Ankunft getäuscht. Jetzt ist Zeit zu handeln. Sicher in ihrer Schale ist die Perle ein Sklave der Strömung. Sie gehören zu Iris, richtig? In der Stadt geht das Gerücht, dass sogar die Gouverneurin ein Mitglied des Netzwerks sein soll. Peace. Der wackelt lustig mit dem Schild. Oh. Jetzt, wo wir den haben. Jetzt, wo wir es haben, ist das Gebäude kaputt. Egal, was passiert, lassen Sie sich nicht erwischen. Die kennen keine Gnade. Check! Der sagt gerade, hat aber gerade was anderes gesagt, als da stand, oder? Ich werde einen Weg zu Ihnen finden. Ich habe nicht drauf geachtet. Das ist auch das beste Hauptquartier ever. Hä, das ist ja... Das ist einfach nur ein Teil der Stadt. Die anderen sind richtige Quartiere, die U-Quartiere. Aha. Und Lager, ne? Sieht aber auch irgendwie netter aus, auch wenn die, glaube ich, dich trotzdem nicht so nett sind. Die lieben Alphas. Oh je. Aber wir nähern uns langsam dem Mond, würde ich mal sagen. Oh, ich kann gerade nicht angucken. Kaufen wir denn zuerst dieses andere Kit oder? Ne, zuerst. Oder den Sternenantrieb? Zuerst den Stabilisator. Dann können wir zumindest schon mal hier auf Hillis rumfliegen. Aha. Aus der Hocke so ein Sprung, das muss man schaffen. Na, ich kann das, ich bin ja super sportlich. Als Gamer ist man das immer laut RTL. Wobei ich ja von mir nicht auf andere schließen möchte. Das nennt man ja... Vorurteile? Ja, kann man... Gibt's das Wort Klischeeisierung? Pauschalisierung. Ja, aber ich finde Klischeeisierung klingt auch gut. Hallo. Hallo. Na, wie geht's? Soll ich mal? Wenn du das Bedürfnis dazu verspürst. Weil ich es kann. Eindringling! Wie hat der mich jetzt gesehen? Durchs Fenster, würde ich mal sagen. Ich ihn aber nicht, das geht nicht. Yay, gut gesetzter Safe Point.
Tja, ich würde mal sagen, er muss jetzt noch mal ein bisschen klettern, ne? Kommt man da später auch rein oder sind die nur so? Doch, dann ist doch die Tür. Ach so. Da befand ich mich schon auf dem Weg hin. Ich habe keine Ahnung, also wenn ich da drin bin, dann sehe ich nie, wo ich hin muss, sondern ich laufe einfach durch, dann komme ich schon hin. Es sei denn, du hast gesehen. So, jetzt kommt er da ums Eck geeckt. Einmal links, rechts, nee, er läuft links von sich aus und von uns aus rechts. Jetzt ist er gegen die Decke geknallt. Der arme Alpha. Oh. 7. Oder? Nee, da, ja. Da drüber sind noch welche. Dann sind's 9. 9. Ach, es sind 10. Wir müssen ihm wirklich mal Mathe beibringen. Oder uns zählen, das weiß ich nicht genau. Ich hätte jetzt fast wetten können, dass es 9 sind. So. Ostviertel. Wir hätten auch noch mal bei Nuri vorbeigucken können. Wir haben doch kein Geld mehr. Ach stimmt, wir haben die 3 Perlen gekauft, ne? Verlaufen, Schätzchen! Oh, ist das der Oberboss da? Ja. Nett. Das ist auch der in den Videos, oder? Ja. Oh je. Aber so einen Anzug hätte ich auch gerne, wäre schon irgendwie cool. Wo wir wieder beim Thema Zeitlupen gelandet wären. Und dabei das charakteristische Schnaufen eines Laufenden. Aber es wirkt halt gut. Vor allem, wie wollen die diese ganze Zerstörung der Bevölkerung erklären? Das war das Iris-Netzwerk. So läuft's doch immer. Das waren die anderen. Nein! Gut, dann eben nicht. TNA, Team nicht auflösen. Carson und Peter, Seite 823. Und jetzt schießt er nicht mehr. Lass sie gehen! Sie führen uns zu einer noch größeren Beute! Mhm. Siehste? Terroranschlag. Hast du gehört? Wir waren's wieder, wir sind schuld. Im Schlachthausbezirk, hat er gesagt. Achso, oh. Ja. Aber da waren wir's auch. Und das stimmt sogar. Dann würde ich mal vorschlagen, wir fahren jetzt zu den Mamagos und holen uns diesen Flugstabilisator. Finde ich gut. Können wir dann so fliegen, so wie die da oben, oder? Nicht hier in der Stadt. Mano, haben wir keine Fluglizenz? Wobei wir noch nicht wissen, ob es auch Lizenzen hier überhaupt gibt. Ja. Und es qualmt immer noch in Mamagos. Wobei ich sagen würde, wir machen gleich mal eine Pause. Herr Babuka und Isab, die wir machen das, Mamago-Brüder. Ja, die kennen wir ja schon. Den haben wir ja schon gequatscht. Schmeißen wir mal unseren hartverdienten Perlen wieder raus. Na, wir fehlen ja nur noch 10, dann können wir uns den Sternenantrieb kaufen. Ja, wir wollen ja alle sammeln. Gut gemacht, Jade. Sieht eher aus wie ein Kreisel, oder? Hast du Ahnung von Raumschiff-Design? Ja. Mist. Was ich mal nachgucken wollte. So scheiße. 7 Stück fehlen noch. Oh. Und 25... Ach du Kacke. Ich glaube, wir machen noch ein paar Folgen, ne? Insgesamt ja. Wollen wir wieder beim Ausparken werden?
schaff's auch jedes Mal. Bis zum nächsten Mal bei Mamagos. Oh. Nicht angeeckt, wow. Double H, der Leuchtturm. Sie haben ihn zerstört. Die Kinder. Schnell, Miss J. Vielleicht haben wir noch Zeit. Nett. Ah, hier waren wir lange nicht mehr. Schneller, Miss Jade! Nein, 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 nein! Pablo? Finn? Joa? Vorsicht, Miss Jade! Die Alphas könnten noch hier sein. Ja, vielleicht. Double H, Sie haben die Kinder. Ist hier jemand? Umi? Sasa? Ach, ja. Nett. Gut belüftet, würde ich sagen. Hat man davon, wenn man sich mit dystopischen Regierungen anlegt? Armer Wurf. Ich weiß, wie du dich fühlst. Du wolltest ihnen helfen. Du hast dir geschworen, auf sie aufzupassen, immer da zu sein, um sie zu beschützen. Ich weiß, Junge. Aber es ist alles anders gekommen. Die Kinder sind weg. Und du? Du konntest nichts tun. Du bist hier. Gesund und am Leben. Was glaubst du, wer du bist? Hast du geglaubt, du hättest etwas dagegen tun können? Nein, Wuff. Du hast dich getäuscht. Vollkommen und absolut getäuscht. Niemand kann etwas tun. Niemand kann etwas tun. Wir müssen jetzt gehen, Miss Jade. Es ist vorbei, Double H. Vorbei. Sie sind noch am Leben, Miss Jade. Paige, die Kinder, sie leben alle noch. The End. Oder auch nicht. Dann wollen wir mal die Codes hier eingeben, ne? Wo war es nochmal? Ja. Dafür haben wir hier die Schuhe von Jade Page bekommen. Ach so. K7G6 und W7S6. Bringen wir uns mal zuerst K7G6, also den falschen. Der ist schon gespeichert übrigens. Wieso? Woher soll ich das wissen? Mysteriös. Und was ist jetzt genau passiert? Die haben die Kinder entführt. Nein, ich meinte mit dem Code. Aber wir müssen noch den zweiten eingeben. Ah, so. Ach du meine Güte. Jetzt geh doch mal kaputt, Mensch. Sonst keine Hobbys?
glaube, die haben langsam etwas gegen uns. Hier!